Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserem Workout. Mein Name ist Jonas und ich studiere im 6. Semester Sportwissenschaft an der TU München. Und mein Name ist Daniela und ich studiere auch wie der Jonas im 6. Semester Sportwissenschaft an der TU München. Unser heutiges Thema ist Hip Hip Hurra. Wir zeigen Übungen zur Kräftigung der Hüft-, Bein- und Fußmuskulatur. Wichtig für euch dabei ist, macht die Übungen nach euren Möglichkeiten. Wir geben Vorschläge und auch Wiederholungsanzahl an, aber für euch ist wichtig, die Übungen so auszuführen, dass sie schmerzfrei sind und gut machbar. Schnappt euch eine Matte, was zu trinken und eventuell ein Handtuch. Und wir sehen uns in wenigen Sekunden mit dem Warm-up. Wenn ihr alle soweit seid, starten wir mit dem Warm-up. Wenn nicht, drückt noch einmal kurz auf Pause. Wir starten im hüftbreiten Stand. Die Knie sind leicht gebeugt. Wir nehmen die Hände in die Hüfte, ziehen den Bauchnabel ein und spannen die Rumpfmuskulatur an, verlagern das Körpergewicht nach vorn und heben die Fersen vom Boden ab. Wir drücken uns also weg vom Boden, kommen wieder in die Ausgangsposition und heben anschließend die Fußballen ab und ziehen die Zehenspitzen in Richtung Schienbein. Kommen wieder in die Ausgangsposition, verlagern das Gewicht wieder auf die Fußballen, heben die Fersen ab und im Gegenzug ziehen wir die Fußspitzen weit nach oben an. Wir wiederholen die Bewegung noch ca. 15 Mal. Achtet darauf, dass die Rumpfspannung bleibt und dass die Fußspitzen nach vorne zeigen und Knie, Füße und Sprunggelenke in einer Linie sind. Wer Probleme hat mit dem Gleichgewicht, kann sich ganz einfach, wie mein Kollege Jonas, einen Stuhl zur Hilfe nehmen und sich daran festhalten oder auch eine Wand als Unterstützung hernehmen. Wir machen noch 5 letzte Wiederholungen. Drücken uns nochmal fest vom Boden weg. Ziehen anschließend die Zehenspitzen so weit nach oben, wie es geht. Aktivieren die Fuß-, Schienbein- und Wadenmuskulatur. Und machen noch eine allerletzte Wiederholung. Und geschafft. Wunderbar. Dann übergebe ich der Daniela meinen Stuhl. Denn den brauchen wir vielleicht für die zweite Übung. Wir haben nun ein dynamisches Hüftbeugen. Dafür stellen wir uns auf ein Bein, Knie leicht gebeugt. Schauen wir, dass wir die Rumpfspannung beibehalten, indem der Bauchnabel sich nach innen zieht. Und nun heben wir ein Bein aktiv an und ziehen es mit den Händen noch ein Stück weiter zur Brust, soweit es uns möglich ist. Danach wieder Bein senken, anderes Bein, wieder so weit wie es geht heben und mit den Händen zur Brust ziehen. Darauf achten, dass ihr nicht euren Oberkörper zum Knie zieht, sondern wirklich euer Knie aktiv Richtung Brust zieht. Und dass ihr den aufrechten Oberkörper beibehaltet. Das Ganze noch 8 Mal pro Seite. Wenn ihr Probleme haben solltet mit dem Gleichgewicht, nehmt euch gerne einen Stuhl oder die Wand zur Hilfe und haltet euch daran fest. Noch 3 pro Seite. Und die letzte. Und geschafft. Gut, ihr könnt den Stuhl beiseite stellen. Wir geben uns einmal auf den Boden. Dafür einmal auf die Matte setzen. Schaut nun, dass euer rechtes Knie vorne bleibt und ihr euer linkes Knie seitlich bzw. hinter dem Körper ablegt. Nun solltet ihr im vorderen Bein einen 90-Grad-Winkel haben, im hinteren Bein ebenso. Wenn für euch die Position unangenehm ist, könnt ihr gerne die Knie ein bisschen weiter anwinkeln, dass ihr nicht so einen ganzen 90-Grad-Winkel habt. Nun die rechte Hand neben dem rechten Knie und die linke Hand innerhalb zwischen eure Hüften nehmen. Nun bleiben die Fersen am Boden und wir heben unser linkes Knie vom Boden ab.
lösen die linke Hand, nehmen die hinter den Körper, lösen nun auch das rechte Knie vom Boden und wechseln auf die andere Seite. Nun solltet ihr wieder die Ausgangsposition haben und wir machen das gleiche genau andersrum. Nun heben wir das rechte Knie vom Boden, lösen die rechte Hand, führen die hinter den Körper, kommen in einen aufrechten Sitz, lösen die linke Hand und sind wieder in der Ausgangsposition. Das Ganze noch 5-mal pro Seite. Achtet darauf, dass der Oberkörper während der Ausführung möglichst aufrecht bleibt. Die letzten zwei. Und noch einmal. Und geschafft. Langsam wieder aus der Ausgangsposition lösen und in den Stand kommen und wir machen in wenigen Sekunden weiter mit dem Workout. Schön, dass ihr noch dabei seid und noch nicht abgeschalten habt. Wir hoffen, ihr seid ein bisschen warm, denn wir starten mit dem Hauptteil. Wir beginnen mit dem ersten Zirkel, der besteht aus zwei Übungen. Wir werden diese Übungen zweimal durchlaufen. Wir legen uns dazu auf unsere Matte in eine Rücklage. Die Füße sind angestellt, die Knie sind ca. 90 Grad gebeugt. Wir starten die Bewegung damit, den Bauchnabel nach innen zu ziehen und das Becken ganz leicht vom Boden abzuheben. Dadurch haben wir eine Bauchspannung, die wir während der gesamten Übung beibehalten. Wir schieben das Becken nun in Richtung Decke, so weit, wie wir die Bauchspannung halten können. Halten ganz kurz und bringen das Becken dann wieder in die Ausgangsposition, legen aber nicht ganz am Boden ab. Wir wiederholen die Bewegung ca. 10 Mal und wir achten darauf, die Bewegung langsam und kontrolliert durchzuführen und Wirbel für Wirbel vom Boden abzuheben und wieder zu senken. Die Bauchspannung bleibt dabei die ganze Zeit erhalten und wir versuchen die Fersen fest in den Boden zu drücken. Wir haben noch 5 Wiederholungen. Die letzten beiden Wiederholungen. Wir drücken die Fersen nochmal fest in den Boden, heben das Becken ein letztes Mal ab und kurze Pause. Wir bleiben in derselben Ausgangsposition, die Knie bleiben auch wieder gebeugt. Wir heben die Füße ab und bringen die Hüfte in einen ca. 90 Grad Winkel und die Knie auch. Wir ziehen jetzt wieder den Bauchnabel nach innen, drücken die Lendenwirbelsäule fest gegen den Boden. Und ganz wichtig, die Lendenwirbelsäule bleibt während der gesamten Übung gegen den Boden gedrückt. Wir strecken nun ein Bein nach vorne aus und kommen wieder zurück in die Ausgangsposition. Die Lendenwirbelsäule bleibt dauerhaft am Boden. Die Hände sind seitlich vom Körper und können auch gegen den Boden drücken. Dadurch ist mehr Stabilität im Rumpfbereich gegeben. Und wir versuchen, die Bauchspannung zu halten. Je weiter nach unten der Fuß gestreckt wird, desto anstrengender wird die Übung. Wir machen jetzt noch ca. 5 Wiederholungen pro Seite. Achten nochmal darauf, die Lendenwirbelsäule gegen den Boden zu drücken. Das heißt, der Rücken spürt die ganze Zeit den Kontakt zum Boden. Die letzten beiden Wiederholungen pro Seite. Letztes Mal stellen die Füße wieder ab. Ganz kurze Pause. Falls
ihr eine längere Pause braucht, könnt ihr jetzt kurz das Video pausieren. Ansonsten geht es direkt weiter mit dem zweiten Durchgang. Wir stellen die Füße wieder ab, haben im Knie ca. 90 Grad, starten die Bewegung mit dem Abheben des Beckens vom Boden und heben Wirbel für Wirbel den Rücken vom Boden ab und kommen wieder in die Ausgangsposition, legen das Becken nicht ganz ab und bringen das Becken wieder nach oben in Richtung Decke. Insgesamt ca. 10 bis 12 Wiederholungen. Wir achten auf die Bauchspannung, die während der Übung erhalten bleibt, und drücken die Fersen fest in den Boden. Wir machen die letzten 3 Wiederholungen. 2 und die letzte Wiederholung. Wir legen den Rücken wieder ab, legen das Becken ab, schütteln die Füße, die Beine kurz durch und kommen zur zweiten Übung und damit schon zur letzten Übung des ersten Zirkels. Die Füße kommen in die Luft, die Hüfte ist ca. 90 Grad gebeugt und die Knie sind ca. 90 Grad gebeugt. Die Hände sind seitlich vom Körper. Wir drücken die Lendenwirbelsäule gegen den Boden, ziehen den Bauchnabel ein, strecken ein Bein nach vorne aus und kommen wieder in die Ausgangsposition und wechseln die Seite. Die Lendenwirbelsäule drückt weiterhin gegen den Boden und je tiefer der Fuß geht, desto anstrengender wird es. Je weiter oben der Fuß bleibt, desto einfacher ist die ganze Übung. Die Lendenwirbelsäule drückt immer noch gegen den Boden. Wir haben viel Bauchspannung und machen noch 3 Wiederholungen pro Seite. Noch 2. Drücken nochmal die Lendenwirbelsäule fest gegen den Boden. Und die letzte Wiederholung. Und kurze Pause. Wir kommen langsam in einen Sitz und langsam dann auch wieder ins Stehen und in wenigen Sekunden geht es weiter mit dem zweiten Zirkel. Falls Sie eine kurze Pause brauchen, einfach auf den Pauseknopf drücken. Wir machen weiter mit dem zweiten Zirkel. Wir haben 3 Übungen für euch, die wir wieder für 2 Runden durchführen. Wir starten gleich mit der ersten Übung. Dafür stellt ihr euch einen hüftbreiten Stand. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Achtet wieder darauf, einen aktiven Rumpf zu haben, indem ihr den Bauchnabel nach innen zieht. Im Anschluss beugen wir die Hüfte und die Knie und gehen so tief runter, wie es uns möglich ist. Die Bewegung ist, als würden wir uns auf einen Stuhl hocken und wieder aufstehen. Das Ganze machen wir noch 10 Mal. Achtet auch darauf, dass die Knie nicht nach innen fallen, sondern gerade nach vorne schieben in Richtung der Zehenspitzen. Noch 5 Wiederholungen. Achtet wieder auf einen aufrechten Oberkörper. Blick geht nach vorne. Noch 3. Und die letzte Wiederholung. Und geschafft. Kurze Pause. Wir machen weiter mit einem Hüftbeugen. Dafür geht ihr in einen hüftbreiten Stand. Die Zehenspitzen zeigen nach vorne. Achtet wir auf einen aktiven Rumpf. Also Bauchnabel nach innen ziehen. Und nun schieben wir die Hüfte nach hinten. So weit, wie unser Rücken gerade bleiben kann. Wir richten uns wieder auf und schieben die Hüfte nach hinten. Die Knie sind dabei leicht gebeugt. Falls ihr eine zu starke Dehnung auf die hintere Oberschenkelmuskulatur haben solltet,
könnt ihr die Knie noch gerne mehr beugen. Aber achtet darauf, dass ihr hauptsächlich die Hüfte nach hinten schiebt und nicht die Knie nach vorne. Noch 6 Wiederholungen. Noch 3. Und die letzte Wiederholung. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Übung. Dafür haben wir einen Ausfallschritt nach hinten. Dafür nehmen wir das rechte Bein nach vorne. Das linke Knie kommt nach hinten. Wir beugen nun anschließend unser rechtes Bein vorne und unser linkes Knie hinten. Unser Oberkörper bleibt aufrecht und unser Bauch, unser Rumpf bleibt aktiv. Wir beugen unser Knie. Das linke Knie berührt nicht den Boden, sondern bleibt leicht in der Luft. Und wir stehen wieder nach vorne auf. Das Ganze mit dem linken Fuß auch. Linker Fuß bleibt vorne, rechter kommt nach hinten. Wir beugen das Knie und stehen wieder auf. Noch 5 pro Seite. Achtet auch darauf, dass das Knie nicht nach außen oder nach innen fällt, sondern gerade nach vorne schiebt. Noch 2 Wiederholungen pro Seite. Und die letzte. Wunderbar. Ihr habt die erste Runde geschafft. Wir machen gleich weiter mit der zweiten Runde. Wenn ihr eine kurze Pause braucht, drückt jetzt auf den Pausenbutton und wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Wir machen gleich weiter mit der zweiten Runde. Wir starten wieder mit den Kniebeugen. Dafür wieder hüftbreiter Stand. Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Bauch aktiv anspannen und den Bauchnabel nach innen ziehen. Hüfte und Knie beugen. Und wieder aufstehen. Achtet darauf, dass ihr nur so tief geht, wie es euch möglich ist. Und achtet auch immer darauf, dass der Rücken möglichst gerade bleibt. Noch 8 Wiederholungen. Achtet darauf, dass die Knie nicht nach innen fallen, sondern gerade über die Zehenspitzen nach vorne schieben. Noch 3. Und die letzte. Und kurze Pause. Wir stellen uns wieder hüftbreit hin. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Hände könnt ihr gerne an die Hüfte nehmen. Aus der Position Knie leicht beugen. Und wir schieben die Hüfte aktiv nach hinten. Der Oberkörper bewegt sich nach vorne. Und wir richten uns wieder auf. Noch 10 Wiederholungen. Sehr schön, noch 6. Noch 3. Wieder darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt. Knie leicht gebeugt. Und die letzte Wiederholung. Und kurze Pause. Letzte Übung für heute. Einmal den Ausfallschritt nach hinten. Rechtes Knie wieder vorne. Linkes Knie nach hinten abstellen. Und wir beugen wieder beide Knie. Und stehen nach oben auf. Rechtes Knie nach hinten. Und wir stehen wieder auf. Wieder 5 pro Seite. Arme könnt ihr auch gerne nach vorne nehmen. Oder seitlich neben dem Körper lassen.
das ist euch frei überlassen. Noch 3 Wiederholungen pro Seite. Achtet wieder, dass das Knie nicht nach innen fällt. Oberkörper bleibt aufrecht. Gleich geschafft. Noch eine Wiederholung auf jeder Seite. Und die letzte. Wunderbar. Ihr habt es für heute geschafft. Sehr gut gemacht. Bleibt aber noch kurz dran. Wir haben ein kurzes Cooldown für euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr das auch noch mitmacht. Und wir sehen uns in einigen Sekunden bei diesem Teil. Wir sind auch schon beim letzten Teil unseres heutigen Workouts angekommen. Es gibt noch eine kleine Entspannungsübung zum Runterkommen und Verschnaufen. Wir kommen in einen Vierfüßlerstand, also die Knie und die Hände sind am Boden, setzen uns dann auf den Fersen ab. Legen den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab, die Hände wandern nach vorne. Wir machen uns lang, den Kopf legen wir auf den Boden ab und entspannen den Rücken und atmen tief ein und aus. Der Rücken ist ganz entspannt, die Arme sind entspannt, die Schultern sind entspannt und wir atmen ein. Und aus. Ein und aus. Jetzt wandern die Hände noch ein kleines Stück nach vorne. Wir machen uns ganz lang, der Rücken wird lang und wir entspannen nochmal in der Position. Atmen ein paar Züge ein und aus. Arme, Schultern, Nacken ist alles entspannt. Wir lassen uns mit der Schwerkraft fallen. Wir atmen noch ein letztes Mal ein und aus und kommen langsam wieder in eine sitzende Position. Kommen zunächst in den Fersensitz. Und stehen dann langsam wieder auf. Das war's auch schon von unserer Seite. Vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Ihr habt es wirklich super gemacht. Wir hoffen, ihr hattet alle Spaß und seid ein bisschen in die Schwitzen gekommen. Bis dann, euer Jonas und Daniela.